Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über Stand-Up-Paddleboards sprechen und versuchen, euch alle wichtigen Infos näher zu bringen. Hierzu haben wir diverse externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Wie immer haben wir für euch das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch gleich den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Egal ob für Anfänger oder Profi, aufblasbare Stand-Up-Paddleboards sind in unterschiedlichen Gewässern einsetzbar und machen viele Arten des Paddelns möglich. Mit Stand-Up-Paddleboards kann fast alles gemacht werden, von Yoga, Wildwasser oder sogar Rennfahrten. Stand-Up-Paddleboards sind perfekte Alleskönner. Um das richtige Modell zu finden, ist es sinnvoll, zunächst zu überlegen, für welche Aktivitäten man das Paddleboard nutzen möchte, um dann gezielt nach Modellen zu suchen, die diese Kriterien erfüllen. Denn je nach Zweck der Anwendung gibt es unterschiedliche Boards, die auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind. Wer zum Beispiel Stürze möglichst vermeiden möchte, für den sind besonders stabile, aufblasbare Stand-Up-Paddleboards empfehlenswert. Das erste Stand-Up-Paddleboard, das wir euch vorstellen möchten, ist vom Hersteller Funwater. Es ist 320 x 83 x 15 cm groß und mit nur 7 kg sehr leicht. Es verfügt über eine bidirektionale Hochdruckpumpe, eine Sicherheitsleine, drei Flossen, einem Rucksack, einem längenverstellbaren Aluminium-Paddel, ein Flickwerkzeug für den Notfall sowie eine wasserdichte Handytasche. Das Paddleboard wird mit einem leichten Aluminium-Paddlebrett geliefert, das sich einfach zusammenbauen und nach Belieben auf die eigene Größe einstellen lässt. Somit ist dieses Board optimal für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Das zweite Stand-Up-Paddleboard, das wir euch vorstellen möchten, ist vom Hersteller FB Sport. Dieses Modell besteht aus verdicktem PVC und ist dadurch besonders leicht. Das Board unterstützt ein Körpergewicht von bis zu 128 kg. Darüber hinaus erhöht das große, gepolsterte EVA-Deck mit gemustertem Design sowohl den Komfort als auch die Reibung. Die Maße des Boards betragen 320 x 78 x 15 cm. Mit der mitgelieferten Luftpumpe mit Druckanzeige ist das Board schnell aufgeblasen und sofort einsatzbereit. Das leichte Alu-Paddel wird einfach zusammengesteckt und kann nach Belieben an die eigene Körpergröße angepasst werden. Die Handpumpe ermöglicht ein vollständiges Aufblasen in rund 5 Minuten. Das dritte Stand-Up-Paddleboard, das uns gut gefallen hat, ist vom Hersteller Aquaway. Das Board besteht aus hochwertigem PVC-Material und hat eine sehr gute Festigkeit. Das Board kann ein Gewicht von bis zu 180 kg tragen und steht sehr zuverlässig im Wasser. Somit ist es für jedes Erfahrungslevel geeignet. Die Maße betragen 320 x 81,5 x 15 cm mit einem Gewicht von 10 kg. Die abnehmbaren Finnen im Boden ermöglichen eine gute Stabilität und Balance. Je nach Wunsch kann die eigene Geschwindigkeit leicht angehoben werden, dank der einfachen Lenkung. Das Zubehör enthält einen Rucksack, drehbare Knöchelsicherheitsleinen, gleitende Finnen, Reparaturersatz, Alu-Paddles und eine wasserdichte Handytasche. Die manuelle Luftpumpe ist bidirektional und leicht bedienbar. Dadurch kann das Paddleboard innerhalb von rund 10 Minuten aufgeblasen werden. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen der Stand-Up-Paddleboards von den Herstellern Funwater, FB Sport und Aquaway näher bringen. Schaut am besten in unsere Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und die Links zu diesen Produkten. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik.